sons and daughters of Helgan. This much I vow. The history of these days will be written in blood. By crushing the armies of our enemy, by seizing the weapons they thought to turn against us, we were fighting for our very existence. But if there are those who would deny us peace, refuse us our rightful place in the universe, then we will unleash such terrible vengeance that generations yet unborn will cry out in anguish. A spokesman for ISA High Command had this to say on Visari's latest outburst. The dictator Visari plays a martyr while threatening the peace of the universe. Listen to this shit makes me want to break something. Ever the diplomat, Rico. Damn. Colonel Templar. I'm off the field this time. So I'm looking to you and Seb to get it done. You know we're on it. Good luck, Sergeant. Sir. The ISA also confirmed that the second wave of the invasion fleet is due to launch imminently. They will arrive in orbit over the Helgan capital in approximately 2 weeks, by which time Fleet Commander Templar expects the first wave of the assault force to have dealt decisive blows against Visari's forces. I'm sure we all wish our brave men and women good luck and Godspeed. Diplomacy has passed. The Helghast do not reason. They started this war when they invaded Vector, and it's up to us to conclude it. The enemy may shatter our bodies, but they cannot break our spirit. Even now, they advance on our homeworld to seize by force what they cannot claim by right. They cannot imagine what awaits them. We will smite the invaders from our skies! Though they sweep over our lands like the sands of winter, never again will we bow before them. Never again endure their oppression. Never again endure their tyranny. We will strike without warning and without mercy, fighting as one hand, one heart, one soul. We will shatter their dreams and halt their nightmares, drenching our ancestors' graves with their blood. And as our last breath tears at their lungs, as we rise again from the ruins of our cities, they will know Helgan belongs to the Helghast. Achtung! Achtung! Bereit machen für den Lufteinsatz! Achtung! Team Epsilon! Team Epsilon sofort zur Besprechung in Raum 4! Hallo, Seth, gehen wir! Alle Einheiten. Zeit für unseren Einsatz! Auf Turbulenzen wegen Wetterlage gefasst. Sehen Sie da?
Schade, dass wir nicht näher ran und sie einfach von hier oben weghauen können. Aber sie haben ein verdammt gutes Flugabwehrsystem. Alpha, sofort bei Rampe C melden. Vorbesprechung. Scheiße, das sind wir! Los! Die Einheiten am Landungskopf hat's ordentlich erwischt, aber die zweite Welle ist bereits auf Deck. Den Hicks auf dem Visari-Platz ordentlich den Arsch auf. Nächster Halt, Palast. Mein Gott. Gerüchten zufolge werden wir Nabel zugeteilt. Sie wissen schon, Flankensicher, Spezialaufträge und der ganze Scheiß. Sicherheit ist Ihre oberste Priorität. Melden Sie jegliche verdächtige Aktivität. Seth Yasa, Evelyn, unsere Wissenschaftlerin. Sie sucht die Atomwaffen, die Hicks gestohlen haben. Hallo. Und die Atomwaffen? Im Moment, wir haben keine Ahnung. Der Plan ist, Visari Leben zu schnappen und ihn dazu zu bringen, uns in seine Pläne einzuweisen. Da werde ich gerne dabei sein. Sie müssen Visari professionell behandeln. Wir können unmöglich auf seine Kooperation verzichten. Schauen Sie mich mit der Scheißpolitik. Sicherheit ist ein bisschen Glück hauen wir hier ordentlich auf den Putz und bringen Visari auf der neuen Sonne in den Knast. Lieutenant White, bitte in den Kommunikationsraum. Hey, Sie beide! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss pünktlich nach Hause und mich um Gazas Mama kümmern. Einheiten 20. Ausrüstung überprüfen. Sie auch, Netco. Genau dieses Ding könnte Ihnen das Leben retten. Wie halten sich die Männer? Sie sind bereit. Warten nur auf den Befehl, loszuschlagen. Ja, ich wünschte, ich könnte mitkommen. Ich werde zurechtkommen. Ich verlasse mich drauf. Viel Glück, Rico. Sir? Okay, Leute, bringen wir es hinter uns. Diesmal ist es Ihr Planet. Sollen Sie alles gut fest, okay? Sie auch, Gaza. Ich rette Ihren Arsch nicht aus dem Feuer wie damals auf Sorin. Und wer hat bitteschön die Schießerei damals angefangen? Natko ist wirklich der geborene Diplomat. Leckt mich! Hey, sehen Sie mal. Show beginnt. Wow, Mann! Das wird Sie schon mal einstimmen! Mann, ich liebe diesen Scheiß! Achtung! Ja? Schneiden Sie sich lieber an! Los geht's! Weckt aber nichts gegen diesen Scheiß. Schmecken Sie das? Raketentreibstoff, den sollten Sie besser nicht einatmen. Nach der Landung sofort neu sammeln. Bei mir oder bei Seth. Ist das klar? Köpfe runter! Unten bleiben!
Verstärkung ist unterwegs. Wiederhole, Verstärkung ist unterwegs. Verstanden! Öffnen Sie das Schleusentor! Netco, Sie halten Wache! Der Konvoi ist jeden Moment hier! Augen auf! Da drüben, Sir, fahren Sie mit Gas im Aufzug hoch! Auf geht's! Hier drüben kommen wir hoch zum Aufzug! Vorsicht, wo Sie hintreten! Hey, lassen Sie mich nicht wieder fallen! Weg! Hey! Schießen Sie auf die, nicht auf den!
Position! Öffnet das Schleusentor! Wir sind dran!
Letzte. Gute Arbeit. Ihr geht weiter und gebt uns von oben Deckung. Wir müssen wohl hier durch. Hier drüben, Seth. Schnappen wir den Raketenwerfer und hauen die Bastarde aus der Stadt. Zielen Sie auf die Schwachstelle an der...
sind hier schwer in die Scheiße geraten! Sind unterwegs. Bewegung. Gaza!
Einheit auf dem Weg zu Ihnen. Bereit machen für Artillerieangriff. Vorsicht! Die Kreuzer starten einen Raketenangriff! Sie jagen den ganzen Bereich! Sobald wie möglich! Der Konvoi kriegt ganz schön was ab. Visari-Platz. Yippie, yippie, yeah! Schneller, Gaza! Alles bereit! So etwas habe ich noch nie gesehen! Ach was! Eins steht fest, Nauwil ist ein Fall für sich. Wenn er in Schwierigkeiten steckt, ist die Lage ernst. Alpha! Noch 30 Sekunden bis zur Landungszone. Okay. Hey, Gaza, ist Ihnen kalt? Verdammt kalt! Nächstes Mal stürmen wir ein Hotel! Waffen überprüfen! Klar! Waffe runter, Grünschnabel! Hey, Waffe sichern! Wo sind die anderen Einheiten? Da kommen sie! Auf den Rücken! Hey, Arschlöcher! Wir gehören zu euch! Wo wollen Sie hin? Da, wo Sie hin wollen! Ich will auch den Konvoi am Visari-Platz helfen! Scheiße! Was zur Hölle? Was war das? Blitze! Wir müssen runter, sofort! Sieht nach mobilen Bunkern aus! Scheiße! Da verpassen wir nichts! Oh, Scheiße! Um 12 Uhr ist noch einer! Ich seh ihn! Zusammenreißen! Mist, verdammt! Der Platz ist noch heiß! Idioten! Konvoi sitzt fest! Das ist der scheiß Konvoi! Hören Sie! Finden Sie Captain Nabel! Was? Finden Sie Nabel! Los, schnell! Los, in den los! In den los! Los, schnell, raus hier! Los geht's! Was los geht! Sofort runter! Oh, da. Scheiße, Mann! Lass mal runter! Und bleiben! Los, weiter! Achtung! Ah! Trupp Alpha, gut, dass Sie da sind. Ich brauche Hilfe. Dieser Bogenturm hat auf unsere Landungen abgesehen.
Sie beide nähern sich auf der rechten Flanke. Kämpfen Sie sich nach oben. Und der Rest unserer Einheit. Wir unterstützen uns. Viel Glück, meine Herren. Seth, häng den Sprengstoff an der Tür an. Ich gebe Deckung. Bring die Sprengstoff an der Tür an, Seth. Du wimmelst nur so von ihnen.
nach Ihnen, Sergeant. Vielleicht ist der Helm der Schwachpunkt! Auf den Kopf, Sam!
etwas. Treppe nehmen. Wie konnten Sie überhaupt Blitzer als Waffe einsetzen? Sie hatten wohl einfach Glück mit dem Wetter. Wenn es einem Spaß macht, heiße Asche zu inhalieren. Erreicht.
Obacht! Scheiße, das war knapp. Wir sollten diese Schrapnell von Narvel überprüfen lassen. Vielleicht erfahren wir so etwas über die Bogentürme. Rico, komm! Wir bringen ein Stück von dem Bogenturm zu Narvel. Negativ! Wir haben hier ein Problem! Mist! Gaza, bring sie die Infos zu Narvel! Wir brauchen Zephyr! Wir treffen uns mit Verstärkung an der Absturzstelle. Los!
eng hier. Waren die Überlebenden schon tot. Die Higgs haben nur auf uns gewartet. Wir kriegen Besuch! Also begrüß sie artig! Wenn man ihn braucht.
So eine Scheiße! Scheiße! Sie haben sich ja ganz schön Zeit gelassen. Wo waren Sie? Beim Mittagessen? Ja, meine Mama hat mir ein schönes Schinken-Sandwich mitgegeben. Sehr lecker.
Nächstes Mal soll sie mir auch was einpacken, bevor ich aus dem Haus gehe. Klingt heftig da draußen. Augen auf! Yeah.
Achtung! Mit dem Bogenturm war gute Arbeit. Ich habe das Schrapnellstück an Evelyn Batten geschickt. Vielleicht kann sie uns sagen, wie diese Dinger funktionieren. Jetzt müssen wir erstmal diesen Konvoi zu den Brücken im Salamon-Bezirk bringen. Sichern Sie eine Route zum Palast. Sie beide kümmern sich um die Flanke. Wir übernehmen die Führung. Die Arschkriecherei zahlt sich wohl aus, was, Gaza? Keiner hat was von Pause gesagt. Los, los!
weiter vorrücken! Scheiße! Deckungsfeuer einsetzen! Verdammt! Wir machen uns hier fertig. Scheiße! Reddick! Hey, Rico, Vorsicht! Reddicks Puppen sind in der Nähe! Mörser! Zurück! Deckung! Zurück hier! Deckung! Aber schnell! Scheiße! Unsere Puppen kommen vor dir! Ihnen helfen. Achten Sie auf Alliierte von vorne. Hey, Sam! Rico hat mich hergeschickt, um dich zurückzubringen. Scheiße! Hier hoch!